Also ich freue mich sehr, dass so viele teilnehmen und zunächst muss ich mal sagen, ich habe, also vielen Dank, lieber Franz Josef, für deinen Vortrag. Du hast sehr, sehr viel Strategisches vorweggenommen. Vieles ist bei uns in Augsburg sehr, sehr ähnlich. Aber ich habe jetzt mir mal überlegt, dass wir sehr viel in Umsetzungsdinge reingehen und gar nicht mal so auf die konzeptionelle Planung. Erstmal möchte ich ganz kurz darauf eingehen, dass Augsburg und der Lech, das ist eine besondere naturräumliche Situation. Das erläutere ich kurz. Dann springe ich ganz kurz über die Themen, über das Thema, warum Biodiversität so wichtig ist. Das ist vielleicht für die ganz interessant, die noch nicht so tief drin sind. Entschuldigung, die Biodiversität, also die zentralen Themen sind Biodiversität fördern bei Planung und Herstellung sowie in der Pflege. Und dann natürlich auch das Thema, was vorhin schon angerissen worden ist, Bürgeranfragen, Besucherlenkung, Netzwerk und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und als letzte Folie gibt es dann noch ein paar nützliche Links, die ich nicht vorlesen brauche. Gut, zunächst einmal möchte ich auf Augsburg, den Lech und die besondere naturräumliche Situation eingehen. Ich habe jetzt mal für alle, die nicht so recht wissen, wo Augsburg liegt, Augsburg, das ist hier dieses rote Sternchen und der Lech, den habe ich jetzt mit diesem bläulichen Pfeil sozusagen signalisiert. Das ist die Verbreitungskarte für den Frauenschuh, eine FFH-Art. Und man sieht sehr deutlich, dass der Lech eine Verbindung der alpinen Vorkommen mit den an der Donau gelegenen Vorkommen ist. Und zwar eigentlich die einzige. Ein bisschen genauer oder deutlicher wird es, wenn wir hier diese Art betrachten, eine mediterrane Art. Na, komm, geh weiter. Dann das ganze Bild schärft sich, wenn wir die Arten der Lechheiden noch mal ein bisschen genauer betrachten. Also wir haben hier die mediterranen Arten, die über die burgundische Pforte kommen. Dann kontinentale Arten, die hier auch über die ungarische Tiefebene zum Lech gekommen sind. Und die alpinen Arten sind in der Regel als Schwemmlinge aus den Alpen gekommen. Augsburg rühmt sich als vielfältige Stadt, das sind wir schon immer, sowohl auf Ebene der Pflanzen wie auch ansonsten im Lebensbereich. Das Ganze kann man auch jetzt hier noch einmal schön nachvollziehen für das Ochsenauge. Im Lechtal haben wir eine Floren- und Faunenbrücke europäischen Ranges. Das ist schon länger festgestellt worden, zum Beispiel auch diese Art hier, der klebrige Lein. Müsste eigentlich der Lechlein sein. Wir haben in Augsburg die Situation, dass wir am Zusammenfluss von Lech, also den Lech hier und die Wertach hier liegen. Es sind in der Regel große Schotterauflagerungen, eiszeitliche, und hier in der Mitte befindet sich eine Lösslehmzunge. Und die ist es sicherlich unter anderem auch einer der Gründe für die sehr, sehr frühe Besiedelung. Augsburg ist eine sehr alte Stadt mit rund 2000 Jahren Stadtgeschichte. Römer verseucht, Archäologie verseucht, sage ich jetzt einmal sehr salopp, was uns im Grünbereich manchmal Probleme bereitet, aber manchmal auch von Vorteil ist. Da komme ich nachher nochmal drauf. Um einfach mal so einen Eindruck zu geben, wie schaut es denn, also hier, das ist das Stadtgebiet Augsburg und über 25% des Stadtgebietes stehen unter Naturschutz. Also hier das FFH-Gebiet Stadtwald Augsburg oder Naturschutzgebiet Stadtwald Augsburg ist Bayerns größtes außeralpines Naturschutzgebiet. Und hier haben wir dann diese ganzen grünen Flächen. Das ist der Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Und dann sehen Sie hier noch so kleine Einsprengselungen. Das sind kleinere Landschaftsschutzgebiete und Landschaftsbestandteile. Außerdem sieht man hier das Blaue, das ist unser Trinkwasserschutzgebiet. Gut. Wir haben in Augsburg relativ früh angefangen, uns mit Natur zu beschäftigen, sage ich jetzt einmal. Und die erste Stadtbiotopkartierung Bayerns stammt aus dem Jahr 1983 und ist 2003 nachkartiert worden. Und Augsburg ist auch die erste Stadt Bayerns mit einer Biodiversitätsstrategie im Jahr 2009 gewesen. Ich habe hier einfach nur mal kurz die Lebensraumtypen, die für uns sehr, sehr wichtig sind, aufgeführt.
Wir haben auch ein Arten- und Biotopschutzprogramm aus dem Jahr 2013. Also sehr viel Strategisches ist bei uns vorhanden. Und das Ganze hat bei uns auch eine lange Tradition. In Augsburg ist Biodiversität eigentlich schon ein Begriff, lang bevor es ihn gab. Und auch unser vorvorletzter Gartenamtsleiter, Kurt R. Schmidt, war nicht der Erste, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Es gibt einen naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben, der sich seit 1846 mit dem Thema Natur in Augsburg beschäftigt. In diesem Verein verdanken wir sehr, sehr viel Wissen zu Arten und ihren Bedürfnissen. Also ich habe Ihnen eine ganz kleine Auswahl hier mitgebracht, was es bei uns im Stadtgebiet gibt, was wir nicht wüssten ohne diesen Verein. Das sind sehr, sehr viele seltene Arten. Und ich bin wirklich, schätze mich sehr glücklich, dass wir jemanden haben, den man als ausgewiesenen Käferspezialisten bezeichnen kann. Sowas erleichtert uns viel in der praktischen Arbeit. Grundlagen. Also seit 2017 hat das Thema Artenschutz ein deutlich höheres, sage ich jetzt mal, eine deutlich höhere Präsenz auch in der Öffentlichkeit. Die Krefelder Studie hat ein großes mediales Interesse erregt. Ich gehe da auch gar nicht mehr auf alles ein. Das wissen die meisten von Ihnen. Ich habe jetzt hier auch noch mal aufgelistet, welche Biodiversitätsstrategien davor und zum Teil auch danach erarbeitet waren. Vielen von Ihnen ist das Volksbegehren Stopp das Artensterben bekannt. Aus meiner Sicht war das so erfolgreich aufgrund dieses Slogans Rettet die Bienen. Also da merkt man ganz, ganz viel, wenn es um Artenschutz geht. Biene, Biene, Biene. Alles andere ist egal. Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Mir geht es so, dass ich das Gefühl habe, Biodiversitätsschutz, der Klimawandel, das Plastikproblem und viele andere globale Probleme haben eins gemeinsam. Es wollen alle was zur Problemlösung beitragen. Also das Problembewusstsein ist vorhanden, aber es soll bitte schnell, einfach und möglichst ohne Einschränkungen für mich passieren. Also anders machen die Leute dann wieder nicht mehr so gern mit. Und man unterzeichnet auch schnell ein Bürgerbegehren oder legt eine Blühwiese an oder stellt ein Insektenhotel aus dem Baumarkt auf. Und dann sagt man, okay, jetzt ich habe ein bisschen was getan, jetzt passt es für mein Gewissen. Ich finde aber, das reicht einfach nicht, weil, wie der Franz Josef Lüttig vorhin schon gesagt hat, es geht einfach nicht schnell und einfach. Wir arbeiten in Augsburg seit 76 an dem Thema und ich muss sagen, wir lernen stetig dazu, probieren Neues aus. Wir fallen mit manchen Dingen auch ein bisschen auf die Nase, dann bekommen wir wieder Lob, aber wir müssen auch oft Kritik einstecken. Also, das ist immer ein sehr zwiespältiges Feld, das Thema Biodiversität, auf dem man sich da bewegt. Einerseits haben unsere eigenen, hat unsere Naturschutzallianz uns beschimpft, dass wir unsere Wiesen totmähen, wie man hier entnehmen kann. Das Problem ist, das war Straßenbegleitgrün. Andererseits haben wir auch, wie Frankfurt, am Labeling teilgenommen und da freuen wir uns sehr und sind auch stolz auf unser Label in Gold, das wir uns damals erarbeitet haben. Und wir haben auch eine bayerische Auszeichnung erhalten als insektenfreundliche Kommune. So, jetzt vielleicht einfach mal ganz kurz auf die Grundlagen für Biodiversität eingehen. Also das ist aus meiner Sicht in jeder Kommune gleich. Das sind also die abiotischen Faktoren, die vorhanden sind. Das ist die Vielfalt der Lebensraumtypen, der Strukturreichtum der Lebensräume und das Vorkommen anderer mit dieser Art in Zusammenhang stehender Arten. Populationsgrößen und Generationsdauer sind wichtig. Die Breite des Nahrungsspektrums, also für Spezialisten, kommt sehr, sehr früh der Flaschenhals. Was uns inzwischen durch den Klimawandel eigentlich immer mehr Probleme machen wird, ist die zeitliche Synchronizität. Das heißt, dass die Futterpflanzen, gerade für spezialisierte Schmetterlingsarten, und der Aktionsradius von Arten. Und all das bestimmt die Möglichkeiten, Biodiversität zu schaffen. Ich kann aber auch vieles planen.
In Augsburg gehen wir so vor, wir planen oder überlegen uns, welche Zielarten und Zielzustände möchten wir haben und müssen wissen, wie die spezifischen Bedürfnisse dieser Arten und Ziellebensraumtypen aussehen. Dabei müssen wir auf abiotische Standortfaktoren achten. Also so eine kleine Anekdote. Das Gestaltungsplan zum B-Plan 900 Gestaltungshandbuch zum B-Plan 900 am Augsburg Innovationspark beinhaltet Pflanzvorschläge für Gehölze und das ist eigentlich auch sehr gut gemacht. Allerdings funktioniert das Ganze natürlich nicht, wenn ich in diesem B-Plan zwei unterschiedliche Bereiche habe, und zwar einmal Flächen auf der Schotterterrasse und Flächen im Lössbereich. Und nun die Pflanzen, die für die Schotterterrasse vorgeschlagen sind, auf den Löss oder umgekehrt Pflanze. Also sowas kommt leider Gottes vor. Das sind so kleine Faktoren, die dann einfach viel Ärger verursachen und wo die Pflanzungen einfach nicht angehen und nicht wachsen. Was auch immer wichtig ist, wenn ich was plane, dann schaue ich eigentlich immer auch, wo sind zu erhalten die Bestände. Und das Ganze muss eingebunden sein in eine großräumige Biotopverbundplanung und geeignete Biotopbausteine müssen wir wählen. So, ich habe jetzt hier einfach mal eine Folie eingestreut für all die, die sich vielleicht im Nachgang mal die Flächen angucken wollen. Wir sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Wir sind nicht in den Schutzgebieten vorwiegend. Und da gucken wir jetzt uns einfach mal an, was bei uns so umgesetzt worden ist. Hier haben wir zum Beispiel den geschützten Landschaftsbestandteil Restflächen der Heide am alten Flugplatz. Die Planungsebene, auf die ich hier eingehen will, das ist der Flächennutzungsplan. Die Fläche war zur baulichen Entwicklung im Flächennutzungsplan im Stand 2010. Und im Zuge der Flüchtlingskrise wollte der Freistaat Bayern in diesem unteren Bereich hier Unterkünfte bauen. Das gesamte Areal ist im Eigentum des Freistaates. Und die Naturschutzallianz hat sich massiv dagegen gewehrt, dass man die Flächen bebaut. Und es konnte wirklich erreicht werden, dass dieser Landschaftsbestandteil im Jahr 2020 unter Schutz gestellt wurde. Also das ist für mich was, was auch der Franz Josef vorhin gesagt hat. Wir brauchen Geduld, Geduld, Geduld. Und manchmal kriegen wir auch nach 10, 20, 30 Jahren solche Flächen wieder aus dem Bebauungsplan raus. Entschuldigung. Ich habe hier auch mal so einen übergeordneten Biotopverbundplan bei uns herausgesucht. Moment, ich brauche meine Maus wieder. Hier in diesem Bereich befindet sich die Dürrenastheide, eine hochwertige Lechheide. Ich habe jetzt hier mit diesen Symbolen einerseits markiert, dass hier eine Pflege durch Maat erfolgt. Wir haben aber teilweise auch Schafbeweidung auf den Flächen. Diese Schere bedeutet für mich einfach, dass ich besondere biotoppflegerische Maßnahmen durchführe. Hier haben wir zum Beispiel das westlichste Vorkommen vom Zwergsonnenröschen und da gibt es einen sehr rührigen Ehrenamtler, der sich ganz intensiv um die Kleinstandorte kümmert und die sehr intensiv auch pflegt. Als Biotopverbundstruktur dient hier das Straßenbegleitgrün entlang der Rumplerstraße. Verbinden tun wir hier einen kleinen Magerrasen, das sieht man hier im Bild, in der Auffahrtsschleife zur B17. Hier haben wir auch noch den Messeparkplatz. Moment, ich brauche das Bild, wo ist es? Das ist hier unten, auf dem auch sehr hoher Blütenreichtum vorhanden ist. Wir gehen hier weiter Richtung Messe. Ein ganz großer Grünkorridor. Und in diesem drüberen Bereich haben wir dann auch noch das ist auch eine Parkfläche. Dieser Park ist inzwischen also nicht mehr öffentlich zugänglich, weil die Baumpflege hier in dem Bereich vernachlässigt worden war, war auch eine Fläche des Freistaates. Und dort wird zukünftig, also ab heuer, eine Ziegenbeweidung stattfinden. So,
Das ist diese großräumige Planung gewesen. Und in diesem Zuge ist an der Rumplerstraße hier dieses Kleinbiotop mit entstanden. Hier drüben haben wir das Straßenbegleitgrün. Das hier ist Grünanlage. Die wurde umgebrochen bzw. gefräst und mit autochthonem, mit dem Ibitel gesammelten Material angesät. Hier haben wir Totholz, Sand und Kieshaufen noch in dieser Länge dann etabliert und die Gehölzbestände haben wir erhalten. Unsere Erfahrung, ein bisschen Schwund ist immer, gerade in Zeiten der Energiekrise. Also der Totholzhaufen ist inzwischen etwas kleiner geworden. Die andere Erfahrung, manchmal kann es auch passieren, dass man Dinge aus dem Dornröschenschlaf erweckt, die man gar nicht so gern hat. Sowas muss man dann eigentlich immer gleich, als Neophyten ist einfach anzuraten, sofort dann zu entfernen. Unsere Erfahrung ist, man muss ein paar Sachen am besten gleich bei der Planung mit bedenken. Und zwar die erforderliche und passende Entwicklungs- und Erhaltungspflege. Also Maat oder Beweidung. Welche Maschinen brauche ich für die Fläche? Wer macht es denn dann eigentlich im Endeffekt? Und ich muss regelmäßig überprüfen, das hat der Franz Josef Lüttig vorhin auch schon darauf hingewiesen, und gegebenenfalls Pflegemaßnahmen anpassen. Heimische Ruderalarten beobachten wir eigentlich meistens ohne große Panik, weil meistens gehen die nach 3 bis 5 Jahren zurück. Also wir haben hier im Bereich Renaturierung von Flächen oder Entwicklung von Rohbodenflächen diese Erfahrung macht. Man sieht es hier relativ schön, dass über die Jahre die Ruderalarten sehr stark zurückgehen. Das Problem ist allerdings bei den hochwüchsigeren Ruderalarten oder wenn ich viele Disteln drin habe und im Nachbarbereich eine landwirtschaftliche Nutzfläche, dann gehen wir eigentlich schon mit einem Schröpfschnitt drauf, weil der Landwirt killt sie. Also das ist kein Spaß, wenn Sie da mit einer großflächigen Distelflur im Nachbarbereich unterwegs sind. Und Neophyten sollte man sofort die ersten Exemplare entfernen, besonders auf Rohboden- und Kiesstandorten. Und die Planung sollte immer in Abstimmung mit den für den Unterhalt zuständigen erfolgen. Sonst passiert sowas. Das war eine Idee von dem Landschaftsarchitekten. Damit stehen unsere Leute draußen jetzt einfach da und sollen diesen Bereich erhalten. Es ist in dieser Grünanlage in unserem Westpark. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Und zwar hab ich mich gewundert, warum dieser Bereich, Moment, hier also links auf dem Bild, das ist alles sehr kurzrasig, aber extrem artenreich. Und ich war da draußen und der zuständige Planer war bereits im Ruhestand. Ich konnte ihn also nicht mehr fragen, wie er denn das gemacht hat. Und haben mir das LV durchgelesen und haben mir gedacht, ja, also ist überall dasselbe Saatgut angewendet worden. Und haben mir dann die Ausschreibung für die Fertigstellungspflege nochmal angeschaut. Und dabei ist mir aufgefallen, also wir haben eine Fertigstellungspflege 2 bis 3 Schürig. Das ist dann logischerweise die artenreiche Wiese. Und wir haben eine Fertigstellungspflege 8-schürig. Dadurch hat er diesen artenreichen Rasen entwickelt. Und das fand ich eigentlich eine sehr pfiffige Lösung. Verwendet worden ist eine autochthone Trockenrasenmischung. Oh, halt, Entschuldigung, zurück. Weil die Hundethematik ja vorhin dauernd im Chat auch zu lesen war, bei uns wird in den langgrasigen oder an den langgrasigen Flächen immer ein Akzeptanzstreifen gemäht, damit die Leute ihre Hunde Gassi führen können und die dort dann auch eher ihr Geschäft verrichten als im höheren Bereich. Hier habe ich Ihnen noch einmal eine Fläche auch mit autochthonem Saatgut mitgebracht. Unsere Ladehöfe, hinter der Lärmschutzwand befinden sich gleich die Gleise. Und da, ich sage es jetzt mal ganz salopp, da hummelt's und brummelt's, also Wahnsinn. Das ist eine ganz tolle Fläche und ist auch teilweise mit als Ausgleichsfläche drin. Ein wichtiger Hinweis. So.
Ich beeile mich. Nährstoffarme Standorte erfordern weniger häufige Pflege und sukzessieren langsamer. Wichtiger ist uns immer, dass wir das verwenden, was vor Ort ist. Zum Beispiel Beton an den Pisten vom LFU. Das sieht man hier auf diesem Bild recht schön. Das wurde also aufgeschichtet. Ich zeige Ihnen gleich noch ein anderes. Und solche Strukturen entstanden im Bereich, also hier auch eine strukturreiche Ausgleichsfläche mitten im Umweltpark. Hier haben wir Sandflächen, Kiesflächen, sowie eine Trockenmauer, die zum Beispiel von unseren Azubis gebaut worden ist. Im Bereich dieses Biotop-Bausteins, der sich im Westfriedhof befindet, haben wir Nagelfluh verwendet, also auch was bei uns lokal abgebaut wird. Und die Baumreste, also die Baumabschnitte und Wurzelstöcke kamen vorwiegend auch aus der eigenen, sag ich jetzt mal, aus selber entfernten Baumresten, sage ich jetzt da mal. Wir nutzen vorwiegend autochthones, eigentlich sehr viel lieber lokales Saatgut. Manchmal müssen wir auf autochthones Saatgut zurückgreifen, weil die Menge einfach nicht verfügbar ist. Was auch zu empfehlen ist, bei bestimmten Gehölzarten werden bei uns, vor allem im Stadtwald, durch die Forstverwaltung Wildäpfel oder Schwarzpappeln mit Lechherkunft gepflanzt. Neben einer Verwendung von Saatgut wird bei uns auch gearbeitet mit der Übertragung von Mehrgut oder mit mit Sodenübertragung oder eben dann auch der lokalen Diasporenbank. Wenn ich eine gute Fläche in der Nachbarschaft habe, kann ich sowas auch mal wagen. Was mir auch wichtig ist, Biodiversität kann man eigentlich überall fördern, und zwar sogar auf einem Lärmschutzbauwerk, wie man hier sieht. Gearbeitet mit Mehrgut, lokal gewonnen, und das ist eine richtig tolle Fläche geworden. Das ist für alle die sich mit dem Thema lokales Saatgut und lokale Materialien noch nicht so beschäftigt haben. Das gibt es natürlich auch immer mit. Ein Thema, was mir ganz wichtig ist, ich glaube, wir machen häufig Biodiversitätsschutz aus Sicht von uns Menschen. Und manchmal denke ich mir, Leute, Blühflächen, das ist ja ganz schön und nett und das erfreut unsere Bürger. Aber an manchen Stellen sind sie einfach nicht richtig. Also hier habe ich wirklich das Problem, das ist eine Fläche mit Ackerrittersporn und anderen heimischen Ackerwildkräutern gewesen. Mir hat das Herz geblutet, als ich das gesehen habe. Ein Thema, was ich sehr wichtig finde, gerade für Grünanlagen, ist immer noch ein bisschen die Beleuchtung mitzudenken. So, Biodiversität in der Pflege. Ich bin ja ein Fan von Eigenpersonal und Kompetenz. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, zu vermitteln in der Politik, warum brauchen wir unbedingt Eigenpersonal. Ich habe einfach festgestellt, dass Leute, die lange diese Flächen kennen und die immer für sie zuständig sind, also wirklich, ich muss sagen, mit Herzblut für diese Flächen einfach stehen und sich auch viele Gedanken dabei machen. Und auch die Kompetenzen, die sie erwerben, die habe ich dann für meine Flächen der Stadt Augsburg. Also bei uns schaut Landschaftspflege so aus wie hier rechts. Wir haben geprüfte Fachwirte für Naturschutz und Landschaftspflege, die diese Pflege machen. Ganz entscheidend, also für mich ist, vieles braucht es gar nicht. Entscheidend für Biodiversität in Grünflächen, also gerade im kommunalen Bereich, weniger ist mehr. Natürlich nutzungsabhängig, das ist immer klar. Auf Düngung und Pestizideinsatz kann, muss sogar, finde ich, verzichtet werden. In Sonderfällen können wir aber mit einer Festmistdüngung, mit einer extensiven Festmistdüngung, gerade diese FFH, Lebensraumtypen der Flachlandmähwiesen etwas verbessern. Das kommt darauf an. Also wir haben bei uns vor Ort die Problematik, dass die zu stark aushagern durch die Maatnutzung.
Und wir sind in Augsburg ausgewiesene Beweidungsfreaks. Und zwar auch teilweise innerstädtisch. Leider Gottes natürlich nicht so viel, wie wir uns das wünschen. Aber wir haben hier zum Beispiel also das rechte Bild ist die Beweidung am Pfannenstiel. Das ist eine Fläche, auf der im Untergrund archäologische Funde sind. Und da ist die Archäologie auf unseren Landschaftspflegeverband zugekommen und hat darum gebeten, dass er sich um den Aufwuchs an rotem Hartriegel dort kümmert, weil einfach auch die Gefahr bestanden hat, dass durch die zunehmende Sukzession Gehölze diese archäologischen Funde einfach verändern in ihrer Lage etc. Also das ist jetzt zum Beispiel die neue Landschaftspflege auf einer archäologischen Fundstätte. Und im Bereich des Windprechtparks, der auch innerstädtisch ist, gehen wir damit dem Problem eines Kahlschlags, sage ich jetzt mal, aus Verkehrssicherungsgründen aus dem Weg, dadurch, dass er eben gesperrt ist und beweidet wird inzwischen. Ja, ich habe gesagt, wir sind Fans von Beweidung und es gibt einfach wissenschaftliche Untersuchungen zur Bedeutung des Dungs großer Pflanzenfresser für die Biodiversität. Dieser Dung fehlt in unseren Landschaften ganz massiv und somit fehlt eigentlich in der Nahrungskette eine ganz, ganz wichtige Grundlage, zwar der Insektenreichtum. Ich weiß, es gibt also natürlich einfach eine unterschiedliche Pflanzengesellschaft von Wiesen und Rasen, aber wir haben dieses Gleichgewicht sehr stark in Richtung, Quatsch, nicht von Wiesen und Rasen, von Wiesen und Weiden. Und wir haben dieses Gleichgewicht ganz, ganz stark weg von den Weidelandschaften entwickelt. So, natürlich können wir auch in Augsburg nicht überall mähen. Wir haben innerstädtische Flächen mit hohem Nutzungsdruck und die können natürlich nicht beweidet werden. Was machen wir dann? Mähen. Auch wir haben nicht überall Balkenmäher. Auch bei uns laufen manche Mitarbeiter mit dem Rasenmäher umeinander. Aber wie man hier eigentlich schon, glaube ich, recht schön sieht, es wird sehr, sehr viel stehen gelassen in den Bereichen, gerade um die Bäume, aber auch hier größere Flächen. Und diese Stängelstrukturen bleiben häufig einfach auch als Rückzugsraum und Überwinterungshabitate über den Winter. Häufig werden große Flächen von der Mitte nach außen oder im Zickzack gemäht. Im Herbst sieht es so aus. Was ganz wichtig ist, ist die Abfuhr des Schnittguts. Auch die Mahttechnik ist sehr wichtig. Also bei uns gibt es auch einzelne Anbieter, die wirklich sehr, sehr gut ausgerüstet sind. Wir können hier zum Beispiel auch die Dämme mit diesem Gerät mähen. Immer die Schnitthöhe mindestens 10 cm, besser 14 cm. Und natürlich ist immer die Geschwindigkeit sehr ausschlaggebend bei der Pflege. Was ganz wichtig ist, die Zeitpunkte. Nicht nur die jahreszeitlichen Schnittzeitpunkte und die Mahthäufigkeit müssen angepasst sein, sondern es gibt auch tageszeitliche Schnittzeitpunkte. Wir haben hier die Frühlingsseidenbiene im Wittelsbacher Park und am Luftbad. Und das Erste, als man die entdeckt hat, war der Aufschrei unserer Naturschützer: Ihr müsst sofort zum Mähen aufhören, ihr müsst sofort zum Mähen aufhören. Ich bin da dann eigentlich immer so, ich überlege mir ja, Leute, wenn diese Art hier auftritt, dann muss sie doch genau mit dieser Pflege, die dort aktuell herrscht, leben können. Und die brauchen einfach auch diese offenen Böden. Und ich habe in Erfahrung gebracht, dass der zuständige Mitarbeiter immer ganz in der Früh um 6 Uhr schon unterwegs war, bevor die Bienen aktiv waren, weil da keine Leute im Park rumliegen. Und das sind so Kleinigkeiten, die muss man einfach so ein bisschen rausselektieren. Und die Erfahrung der eigenen Mitarbeiter ist das sehr, sehr viel wert. Was anderes ist auch noch, entweder wir gehen bei ganz schlechtem Wetter auf Flächen, wo wir wissen, da sind seltene Arten, oder wenn es richtig schön ist und die Insekten sehr beweglich sind. Also immer eigentlich so diese in Extremdenkweise.
Wir haben vorhin schon einmal im Chat auch das Thema des Entfernen des Mehrguts gehabt. Und da kann man sich, glaube ich, trefflich drum streiten, wann und wie das am besten ist. Am besten ist es wieder geringe Fahrgeschwindigkeit und Drehzahl und das Mehrgut nach 1 bis 2 Tagen ungefähr abtransportieren. Sonst verfilzt der Bestand und wir haben eine Nährstoffanreicherung. Mulchen ist die Pflegeform, die Kleintiere und Insekten am stärksten schädigt. Am besten haben wir auch hier diese mindestens 10 cm Abstand. Dann sollte man nie zu früh mulchen, also möglichst nicht vor Juni, außer die Verkehrssicherheit ist in irgendeiner Form gefährdet. Und es muss auch nicht häufiger sein als die Maat. Das Mulchgut wegen des Nährstoffeintrags am besten absaugen und eben auch wieder aus meiner Sicht eher in der heißen Mittagszeit. Wir haben bei uns im Straßenbegleitgrün in Augsburg 2020 sehr stark umgestellt. Wir haben inzwischen 47,7 Hektar in der dreischürigen Maat, etwas weniger, also 41 Hektar in der zweischürigen Maat. Abgefahren wird das Mehrgut von 2 Schnitten. Den dritten Schnitt, den kriegen wir leider nicht mehr finanziert, weil das runde 50.000 Euro sind. Die haben wir nicht mehr. 3 Hektar werden intensiv gemäht. Das sind aber Geschäftsstraßen zum Beispiel. Was bei uns eigentlich das größte Problem ist, dieser Nährstoffreichtum, der liegt eigentlich an der früheren Herstellung mit Humusaufbringung. Und was auch ein Problem ist, sind die häufigen Aufgrabungen im Rahmen von allen möglichen Baumaßnahmen. Aber ich finde, wir haben ein echt tolles Straßenbegleitgrün, wenn man sich so die Bilder hier anschaut. Ups. Das kann sich durchaus, glaube ich, auch sehen lassen. So, dann haben wir noch eine Idee entwickelt, wie wir an den Gewässern dritter Ordnung die wasserbaulichen und naturschutzfachlichen Ansprüche in Einklang bringen. Wir haben ungefähr 178 Kilometer Bäche und Kanäle in der Stadt Augsburg und unser Tiefbauamt ist da sehr, sehr fleißig mit der Pflege beschäftigt. Und wir haben eigentlich, hat es immer wieder geknirscht und gekracht mit dem mit den ehrenamtlichen Naturschützern. Und auch wir waren nicht immer ganz glücklich, wie es gelaufen ist. Und jetzt haben wir eigentlich eine ganz pragmatische Lösung. Die mähen erstmal alle Gewässer auf der einen Seite durch. Und wenn sie fertig sind, fangen sie von vorne auf der anderen Seite an. Und es funktioniert super. Recht toll, guten Tag. So, dann die Baumpflege ist ein heikles Thema. Ich denke, viele von Ihnen kennen Augsburg aus den Schlagzeilen, unter anderem aufgrund eines Vorfalls, der vor einem Jahr ungefähr passiert ist, auf dem Spielplatz. Wir halten trotzdem an unserer Vorgehensweise fest und wünschen uns, dass wir viel liegendes und stehendes Tod- und Altholz haben. Und es muss für uns auch mit der Nutzung und der Verkehrssicherung vereinbar sein. Wir arbeiten ganz, ganz viel mit Kronensicherungen, Torsoschnitten. Und inzwischen gibt es bei uns 2 mit Carbonstützen abgesicherte Torsi. Und teilweise wird auch eingezäunt. Und wir haben da eine Wegeführung sogar geändert, um einen Baum, in dem der Eremit lebt, zu schützen. So sieht dieser Torso, also den Sie jetzt gerade gesehen haben, heute aus. Das Bild war von vor 2 Jahren, wo die Carbonstützen installiert wurden. Das große Problem, was man sieht, ist hier unten im Stammbereich, also im Stammfußbereich, dass sich da schon vieles auflöst. Und wenn man weiß, der steht circa 3 Meter neben einem Weg, dann kriegt man natürlich erstmal Muffensausen. Durch diese Absicherung können wir den da aber stehen lassen. Das ist eine Situation, die sich bei uns, also im Hintergrund, Moment, hier sehen Sie noch die Mauer vom Botanischen Garten. Im Siebentischpark ist uns dieser Baum umgefallen. Und die Kollegen haben sich getraut zu sagen, den lassen wir jetzt einfach mal liegen. Ich finde es super gut, dass man sich sowas
traut bei uns. Und auch im weiteren Umfeld sieht man sehr viele Torsi, die einfach da noch im Bestand stehen bleiben dürfen. Das ist die besagte Gerichtslinde mit dem Eremiten. So, dann haben wir für mich eigentlich ganz, ganz wichtig, diese Aussage, jede Kommune ist individuell und sie braucht ihre eigenen Wege und Ziele. Also das ist für mich wirklich sehr, sehr wichtig. Wir müssen diese Dinge auch ein bisschen beachten. Das Wichtigste für mich ist Geduld und Zeit. Pflege dürfen wir nicht andauernd irgendwie umstellen, weil Insekten siedeln sich an, wo das Management für ihre Lebenszyklen passt. Und wenn ich dauernd umstelle, dann habe ich den Effekt, dass jeder sagt, nee, hier ist mir zu hektisch oder hier ist mir zu wenig los. Und dann siedelt sich gar keine Art mehr an. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wir brauchen, sagt es ganz genauso wie der Franz Josef Lüttig, wir brauchen Geduld und müssen einfach auch mal die Füße ein bisschen stillhalten können. Ein paar Punkte zu dem Thema Bürgeranfragen. Ich gucke schon auf die Uhr, lieber Robert. Ich habe es im Blick. Eine sehr spannende Bürgeranfrage letztes Jahr eines Bürgers auf der Wiese. Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Nachricht. Ich kriege hier permanent Chats eingeblendet an die Dutzende, wer alles die Folien haben möchte. Kann man das irgendwie unterbinden? Es ist mehr als störend. Ein permanentes Aufflackern von Nachrichten. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank. Ja, ganz kurz dazu, den Chat selber, den können Sie selber einstellen, ob der sich Ihnen angezeigt wird oder nicht. Das ist Ihre eigene Zoom-Einstellung. Der Chat selber bleibt natürlich bestehen. Im Moment gibt es da gerade relativ viele Nachrichten. Und ansonsten würde ich dich bitten, Birgit, weiter zu meinen. Jo. Also. Danke. Der gute Bürger hat sich beschwert, dass auf der Wiese vor seinem Haus seit mehreren Jahren nur Giersch und Quecke wächst und anderes Unkraut. Und ja, und dann ohne Zutun wie eine Ansaat oder zumindest impfen könnte er doch. Da wird sich doch da in den nächsten 10 Jahren auch nichts ändern. Und ja, es gibt einfach so Wiesen, die haben ökologisch nichts zu bieten. War ich erst mal ein bisschen baff, weil es ist einfach Fakt, dass Giersch und Quecke, also ich habe selber einen Garten und ich liebe beide Arten garantiert nicht in meinem Garten. Aber sie sind ökologisch wichtig und das müssen wir uns einfach immer wieder vor Augen halten. Ich habe meinem Kollegen eine kleine E-Mail dann vorbereitet, mit der er auf diese Tatsache hingewiesen hat. Und der Bürger war zufrieden und glücklich und hat sich vielleicht hoffentlich auch mit diesem Stück Wiese anfreunden können. Was mir immer wieder ganz wichtig ist, also wir haben häufig das Problem, wenn ich Biodiversität fördere, dann denke ich oft an so direkte Maßnahmen. Aber wir haben im urbanen Bereich auch sehr hohe Verluste einfach durch den Nutzungsdruck. Und Sie haben hier ein Luftbild von 2003 der Königsbrunner Heide. Das ist eines unserer naturschutzfachlichen Highlights. Und ich bitte Sie jetzt einfach mal kurz zu beobachten, wenn ich jetzt hier die Folie weiter drücke, werden Sie sehen, wie einige dieser Wegeverbindungen, die Sie sehen, nicht mehr sehen, wie diese verschwinden. Das Ganze haben wir erreicht durch Besucherlenkungsmaßnahmen, die so aussehen. Das sind Pflöcke, die links und rechts vom Weg sind. Und hier sind gesperrte Pflöcke. Und in dem Zuge, das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert, ist das Thema mit den Fotografen, was Sie hier sehen. Die legen sich dann auch immer sehr schön in die Wiese. Aber die Wege haben sich sehr, sehr stark etabliert. Und das andere ist, es hat sich auch ein gewisser sozialer Druck etabliert. Das heißt, die Leute werden darauf hingewiesen, wenn sie sich im falschen Bereich aufhalten. Und das ist, finde ich, ein ganz lustiges Beispiel für Besucherlenkung. Das ist auch unser Biotop im Westfriedhof. Und da hat sich tatsächlich ein älterer Herr mit seinem wahrscheinlich Enkel einige Wochen immer wieder zum Baden hingelegt und ist in dieses Biotop rein. Wir haben dann gesagt, ja, okay, wir probieren es einfach mal
mit dem Thema Zecken, vielleicht legt sich dann die Badenutzung. Was uns aber immer ganz wichtig ist, wir möchten die Menschen einfach nicht aussperren, sondern wir möchten, dass sie die Zielarten auch beobachten können, aber ohne, dass sie sie stören oder beeinträchtigen. Im Notfall muss man halt manchmal auch mit anderen Dienststellen kooperieren. So, das Netzwerk für den Biodiversitätsschutz, wen es interessiert, der kann sich es gerne selber dann durchlesen, weil die Folien werden wir ja zur Verfügung stellen. Hier habe ich ein paar nützliche Links zusammengestellt, die kann auch jeder dann sich selber zusammensuchen. Ich danke allen für die Aufmerksamkeit und hoffe, es hat Einblicke gebracht. Danke.